Was geil wäre, wenn unsere Leute so dick gepanzert wären, wie sie da aussehen, ne? Ja. Hey, was ist jetzt hier? Golfen gehen? Ja. Komm gerade vom Golfkurs. Ja, mal kurz gucken, wie teuer jetzt das Dingens ist. 1,603 Millionen. Das ist ein Ding für Kane. Hey, muss ich aber haben. Was musst du haben? Den I8. So. Oh nö. Ja, schon schön. Oh oh! Nach hinten geguckt. Ich hör's nur. Er hat gerade hingeguckt, wo ihn die Laserfire so gegen den Tunnel gehört. Alle Scheiben kaputt gegangen sind. Boah, erst haben wir schon Schaden gekriegt, ne? Ja, ich nicht. Boah, Hälfte Rüstung noch. Hofft sich denn ein Pfister Komet Safari? Das sieht ja richtig kacke aus. Das klingt schon kacke. Der Pfister Komet ist ja an sich ganz geil. Ja, das ist halt der Porsche, den ich ja auch hab. Ja. Aber der hat vorne noch so vier Lampen drin geschraubt. Könnte ich bei meinem BMW auch machen. Ja, das sieht aber kacke aus, oder? Also ich Rally Lock halt, ne? Wow, Jonas. Ey, du, der hat den Brand jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Was denn? Du hast ja vorne nicht mal mehr Lampen. Ich hab seine Scheibe eingeschlagen. Achso. Natürlich habe ich Lampen, die sind nur aus. Ja, man macht doch den Boden auch aus, sonst sind wir nicht so an der Kante. Ja, oder... Alter, Franchises ist so ein geiles Thema, Jonas. Oh, Franchises, es gibt jetzt anderes. Wow, klau da mal die Idee. Ja, die Idee ist gut. Ja, andere Thema habe ich abgewandt, damit Eva auch mitmachen kann. Ach ja. Ey, der Kuruma gepanzert ist mit Sonderangebot. Was? Was soll der kosten? Der kostet jetzt 367.500. Was kostet er denn normalerweise? 525.000. Hast du deinen eigentlich noch? Ich hab meinen noch, ja. Aber benutzt du halt auch gar nicht mehr, ne? Der ist halt voll langsam. Den konnte man ja auch für die Heist gar nicht benutzen, ne? Oder wie war doch, das? Doch, den kann man benutzen. Man kann den Surgeon nicht nutzen. Den Kuruma haben wir voll oft benutzt sogar. Weil der Vielsitzer ist und da drin kannst du halt nicht sterben, ne? So, nicht wie eben hier rüberfliegen. Jawohl.
Bell suggests he's in a small room at the top of the building. You know what to do. You're in the building. Okay, go through the offices into the main foundry. Then the stairs are in the middle of the room to your left. Aber echt blöde Situation hier ist, weil das so scheiße eng ist. Ja. Und blocken uns die Gegenseite. Ja, genau. Auf jeden Fall wieder Rüstung kaufen gehen, ey. Hier eigentlich auch nicht unnötig raussprinten. Weil man kann sich ja dehnen. Alter Macker. Geht nicht drauf. Da draußen was? Ja, ja, draußen ist auch was. Das ist meine Aufgabe. Da war ich doch drauf, Mann! So, hier von der Seite kommt was. Gerne das schwere Scharfschützengewehr, ne? Oh, ich brauche zu fressen, Inventar, Panzerung. Gott. Jetzt sollten wir mal kurz erstmal Leute hier wegmachen. Oh, Heli! Ja! Und wie sieht es bei dir da draußen aus, Kelle? Ja, ich ein bisschen Moorhuhn ist das hier. Ich gehe aus der Deckung, schieße, töte und gehe wieder in Deckung. Ab und zu kommt mal ein Heli, den ich töten muss. Ja, wir kommen jetzt raus. Ja, es sind noch ein paar Pilots hier. Oh, ich bin fast tot. Oh, ich brauche Deckung. Oh, scheiße. Oh, nein, nicht da hoch, nicht da hoch.
Ja, die zwei, die hier in der Nähe sind, die kriege ich nicht direkt. Ah, doch, den einen kann ich Granate am Kopf werfen, den anderen wäre ja auch eine Granate rüber. In den steckst du ein, oder? Ich stecke in den anderen hier gerade ein. Okay, ja. Ja. Er überlebt das einfach. Du machst das schon. Das ist mein. Oder kann das Ding mein schießen? Ziel. Ja. What the fuck? Hab ich schon gefragt, was das für nerviger, was der Punkt da ist. Der hat aber nur MG, mehr hat er nicht. Ich hoffe, dass ich nicht bei Zeug nachher noch hinkommen muss. Oh! Oh! Alter, hier ist eine hochgeklettert, Junge. Das wäre fast das Ende gewesen. Lol. Ernsthaft. Nein! Die Fallschirm! What the fuck? Oh Gott. Wie sich das anhört, hat Klettab gefällt? Ja, ich bin auf der Treppe zugegangen und der ist runtergesprungen. Ich hab nicht springen gedrückt oder sonst, ich bin einfach nur auf der Treppe zugegangen und er ist runtergefallen. Das ist Frage, wann wir wieder einsteigen dürfen. Wahrscheinlich da, wo wir losfahren. Ich hoffe. Mann, wie dumm ist das denn, ey? Ich gehe auf der Treppe zu, der fällt runter. Wie dumm ist GTA? Ja, aber sonst, wenn wir den Typ noch mal holen dürfen. Nee. Nee, sieht nicht so aus. Nee, der steht da ja schon. So. Warum läuft hier eben hier hinterher? Wäre es nicht schlau, wenn er hier mit einsteigt? Nein, der will im schnellen Auto sitzen, im coolen. Boah, das ist der Welt so runterkletter und dann. Oh, wow. Oh mein Gott, ihr Drecks-KI-Pisser, ey. Jetzt mach einen Abgang. Oh, überall stehen die Dreckskisten rum. Da muss ja eigentlich der blöde Typ rollen. Was ist? Ich wurde gerade von dem scheiß Dingens bisschen abgefuckt. Wurde gerade auf die andere Seite von der Autobahn da gedrückt. Über die Leitplanke. Hey, da hinter uns ist noch ein Auto. Jonas, schub, schrapp, schrapp, in Front, was? Oh, was machen die blöden KI-Pisser hier die ganze Zeit? Wo kam der jetzt wieder her? Und was macht mein Navi? Ich hätte doch einfach ganz normal die Autobahn weiterfahren können. Oh, nee, ne? Hä? Was will der Navi? Ach, keine Ahnung.
Wolltest du zuerst Offroad fahren da, also Querfeld ein? Ja, das hat sich mehrmals dann auf entschieden. Einmal doch. Ups. Lol. Bodentrupp hat versagt. Wer auch sonst? Aha. Was passiert? Ich glaube, der Agent-Typ ist abgesoffen. Oh nein, bist du Teich gefahren oder was? Bin gerade ein bisschen Offroad gefahren. Bin auf einmal Kebab. Alter Emil, ne? Was? Weißt, wo wir sind? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Oh. Du darfst dich nicht beschweren. Du hast eben den größten Mistake gemacht, ja? Wir hätten schon lange fertig sein können. Da wird auch gar nicht diskutiert. Was geil ist, ich bin in so einen kleinen Tümpel geflogen. Kopfüber. Der war 10 cm hoch. Also, ich weiß nicht. Daran kann es nicht gelegen haben. Es muss an der Landung gelegen haben, dass der da draufgegangen ist oder so. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nichts Schlimmes gewesen. Wir sind weder abgesoffen noch sonst was. Was ist denn der Dude? Ist er bei euch jetzt? Jo. Ja, genau. Ja. Warum zieht er in dem Moment rüber? Das ist doch das ist so scheiße geskriptet. Ach, und sonst so. Ich bin gerade im Stau. Ach so. Mal Schneebälle aus dem Fenster werfen. Was? Hup, schrapp, schrapp. Also kann ich nicht gucken. Mann, die schaffen es immer, mich noch abzudrängen, ne? Blöde Pissen, ey. Ja. Sonst geht's dir gut, ne?
Kommt nicht recht, dass uns da so krass flippen und nur ein paar Meter abkürzen. Aber bist halt schon Professional Driver, ne? Der Typ da drin schießt. Ja, das hat der, das hat er bei mir auch gemacht mit seiner scheiß mickrigen Pistole. Die ganze Zeit auf Autofahrer geschossen. Ich hab das Flugzeug abzuschießen, wäre nicht so vorteilhaft, ne? Ne, da müssen wir. Ich will die Agenten abschießen, überfahren. Warum ist dann der Agent gestorben? Weil er den überfahren hat. Lol. Hast du gewollt, dass sie den verprügeln? Also ich kann gerade nichts machen. Glaub nicht, oder? Doch. Ich glaub nicht doch. Ich hab schon gedacht, das war's jetzt. Wir können von vorne anfangen. Wieso verprügeln die den? Wieso schießt der auf die? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das ist aber nicht gemacht. Ja, so weiß ich nicht. Egal, egal. Geil ist, die US einfach runterguckt, so nach Molo. Ich musste mich gerade nur an entscheiden. Pippo, du hättest geschossen, ey. Plötzlich ist dieser scheiß Agent auch neben mir umgekippt, fällt da vom Flugzeug runter und ich stehe da und kann nichts mehr drücken. Da dachte ich, jopp, das war's. Ja, dann bis zur nächsten Folge, haut rein.